Im heutigen Minecraft-Video droppen feindliche Mobs OP-Items. Von Diamanten bis hin zur Elytra kann alles dabei sein. Kann ich es schaffen, möglichst OP in den Endfight zu gehen und den Enderdrachen zu besiegen? Sollte dir das Video gefallen, vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Video. Es geht los. Ich will heute definitiv... Oh, da ist direkt ein Dorf. Ich will heute definitiv möglichst schnell Mobs töten. Und zwar die bösen Mobs. Zombies, Skelette und so weiter. Habe ich richtig Bock drauf, muss aber natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass die mich nicht töten, weil wir spielen ja trotzdem Hardcore. Sobald ich dann die ersten erledigt habe, soll ich mit dem OP-Equip dann aber genug Ausrüstung haben, um auch gut noch mehr töten zu können. Ich höre irgendwo einen Zombie. Unter mir, glaube ich, ist irgendwo eine Höhle schon. Und was ist das eigentlich für ein riesiger Berg da hinten? Der Seed gefällt mir bisher ja richtig gut. Ich bin jetzt schon mega gespannt auf den Nether von dem Seed. Kiste. Bisschen Brote. Soll ich Leder mitnehmen? Ich nehme Leder mit. Ich mache das jetzt. Ich ziehe die an, dann habe ich wenigstens schon mal eine Lederrüstung. Ich hoffe, ich kriege heute was deutlich Niceres mit OP-Equip. Hier ist auch noch eine Kiste, noch ein Brot. Und hier haben wir noch mehr Brote. Und hier sind sogar schon Fischer, mit denen ich Eimer traden kann. Ich habe sogar schon die 3 Emeralds. Ich kann mir direkt den Eimer perfekt traden. Mega gut. Ich habe jetzt schon einen Eimer. Ich lasse den Fisch raus und hole mir frisches Wasser mit. Und dann sollte ich jetzt aber trotzdem mal hier auf Stein gehen und mir die ganzen Grundtools craften. So, erstmal Axt und Hake vor allem gemacht. Genau, Schwert kann ich mir gleich noch machen. Ich hole mir erstmal ein bisschen Weizen mit. Dann habe ich direkt das Essensproblem erledigt. Dann mache ich mir meine Brote. Perfekt über den Stack. Das reicht auf jeden Fall. Dann hole ich mir jetzt den Golem mit. Dann kann ich mir nämlich ein Schild machen. Das hilft auf jeden Fall gut beim Kampf. Nice. Und dann habe ich 5 Eisen bekommen. Sehr, sehr guter Golem. Dankeschön. Bisschen Holz holen. Und dann habe ich mein Schild. Perfekt. Jetzt ist die Frage, soll ich mir ein Eisenschwert machen oder soll ich lieber auf OP-Loot warten? Ich glaube, ich verwahre mir das Eisen mal noch ein bisschen und guck mal, was ich damit noch mache. Ich habe schon mal ein Boot machen auf jeden Fall. Das schadet nie. Und jetzt suche ich mir am besten mal einen Höhleneingang, wo ich dann kontrolliert erstmal gegen Mobs kämpfen kann. Hier sieht es zum Beispiel nicht verkehrt aus. Ich will halt jetzt nicht direkt auf die Nacht warten, weil so gutes Equip habe ich ja noch nicht. Ah, hier ist die Höhle auch schon wieder vorbei. Oder hier. Oh Gott, das Schwein hat mich erschreckt. Hallo Schwein. Hier ist auch Endstation. Dann werde ich mir ein bisschen Kies mitnehmen. Da ist mein Flint und sogar direkt noch einer. Damit habe ich dann auch mein Feuerzeug. Ich laufe mal zu den Bergen. Vielleicht spawnen da ja Mobs, weil da so Vorsprünge sind und so. Da hinten sieht es doch zum Beispiel gut aus. Da ist direkt so dieser Felsen drüber. Und da ist das erste Skelett. Es sieht mich nicht. Das hat aber lange gebraucht gerade. Hier sind leider direkt mehrere Mobs. Moment, ja, kämpft ruhig mal gegeneinander. Ich habe halt noch nicht wirklich Rüstung. Wenn ihr das Skelett tötet, droppt das dann auch. Offensichtlich, da hinten liegt ein Goldapfel. Was habe ich bekommen? Raketen. Mega gut. Ich hätte gerne Elytra. Dann könnte ich richtig gut rumfliegen. Ich habe 4 Goldäpfel direkt. Ich habe einen Feuerschutzpotion. 5 Minuten. Mega gut für den Nether. Und ich habe Raketen. Heißt, ich brauche noch die Elytra dazu. Und dann geht's richtig ab. Jetzt muss ich halt ein bisschen aufpassen. Jetzt wird es halt auch dunkel. Das heißt, hier spawnt natürlich gleich auch ziemlich viel. Stirb! Nice. Oh, ein Schwert. Mit Schärfe 10, Rückstoß 10, Verbrennung 10, Plünderung 10, Schwungkraft 10 und Haltbarkeit 10. Mit 12,5 Angriffsschaden. Oh mein Gott. Und ein Creeper direkt neben mir, wenn ich das vorlese. Es ist gerade ein bisschen zu wild. Ich will trotzdem nicht sterben, ne? Oh yeah, das hat richtig Knockback. Und noch irgendeine Potion. Nochmal ein Trank. Noch ein Trank? Wie viele Tränke ich kriege? Was sind das denn für Tränke? Speed Mining, Stärke, nochmal Stärke, Feuerresistenz. Ich werde jetzt mal nicht schlafen, weil ich habe gerade richtig Bock, richtig nice Sachen zu kriegen. Immerhin habe ich ein mega OP-Diamantschwert schon. Das ist doch ein sehr guter Anfang. Ich gehe mal da in die Wüste. Da könnte ich ja auch schon einen Lavasee finden nebenbei. Wäre planungstechnisch nicht verkehrt. Und hier sind 100.000 Skelette da hinten. Sehr, sehr schön nicht. Stirb! Oh mein Gott, habe ich Knockback. Jetzt sehe ich das nochmal, weil er hier weiter fliegen kann. Die Spinne kommt, muss kurz mal was essen. Und dann will ich von dir mal ein bisschen Rüstung haben. Fände ich sehr, sehr praktisch. Oh ja, Rüstung, alles drauf. Seelenläufer 10, Federfall, Schutz, Dorn und Wasserläufer, Haltbarkeit. Ich ziehe es direkt mal an. Mega nice. Und da hinten ist jemand gestorben. Da liegt eine Armbrust, die auch verzaubert ist. Muss ich gleich mal angucken, aber hinter mir ist ein Creeper. Hier ist allgemein gerade ziemlich viel. Hier ist ein bisschen zu viel gerade. Hilfe, lasst mich alle in Ruhe. Gut, streng genommen habe ich sie eigentlich angegriffen. Da ist ein Lavasee. Ja, perfekt. Nicht in der Wüste, aber ist ja auch okay. Hier kann ich gleich direkt in den Nether gehen. Ich trinke jetzt hier einen Stärketrank für 5 Minuten. Und damit gehe ich jetzt rein. Und One-Hit. Was ist eigentlich auf der Armbrust drauf? Haltbarkeit, Mehrfachschuss, Durchschuss und Schnellladen. Alles One-Hit gerade mit Stärke. TNT, ich habe TNT und eine Dia-Hose gerade bekommen. Zieh direkt an. Auch wieder alles drauf einfach. Oh mein Gott, ich bin jetzt schon relativ OP. Ich habe auch eine Schaufel mit Schärfe drauf. Klar, jede Schaufel braucht Schärfe. Eine Axt. Diamanthelm ziehe ich direkt mal an. Ich mache mir schon mal direkt mal mein Feuerzeug klar. Einfach mit einem Schlag beide getötet. Oh mein Gott. Ich habe einen Netherite-Barren. Das ist sehr, sehr nice. Das ist richtig nice jetzt. Oh, ich habe Pfeile bekommen und Gold zum Traden. Okay, der ist nicht One-Hit, aber er stirbt dann kurz danach. Was hast du getroppt? Okay, keine Enderperle. Aber Erfahrungsfläschchen. Vielleicht verzauber ich noch was. Aber diese Rüstung ist ja sogar schon verzaubert. Habe ich gerade eigentlich einen OP-Goldapfel bekommen? Ich bin komplett überfordert. Ich habe alles. Ich habe einfach alles. Ich habe auch Dorn. Wenn das Geld mich anschießt, stirbt es direkt schon fast. Goldblöcke? Moment. Die will ich haben.
Was brauche ich eigentlich noch? Ich habe schon alles. Okay, Dias hatte ich noch nicht. Guter Punkt. Und dann schlage ich vor, Moment, okay, das hatte ich auch noch nicht. Ne, Elytra fehlt mir übrigens auch noch. Ein Totem of Undying. Das gefällt mir natürlich jetzt richtig. Nice. Ich hole mir noch ein bisschen Holz mit. Es geht auch sehr schnell mit der Axt. Einfach als wäre man im Game-Mode. Oh mein Gott, ist das nice. Lass mich. Oh, Elytra, endlich meine Elytra. Die Erfahrungsfläschchen kann ich auch einfach auf mich draufwerfen. Und dann habe ich meine Elytra. Die hat sogar Schutz und Haltbarkeit. Ja, perfekt. Jetzt habe ich eigentlich meine komplette Rüstung, weil die Elytra will ich eigentlich sowieso gerne anlassen. Gut, dass ich sie noch bekommen habe für den Nether. Jetzt kann ich rumfliegen. Ich habe ja auch Raketen schon. Ich mache mir aber jetzt tatsächlich, glaube ich, auch einfach noch Goldschuhe, damit die Picklins mich nicht nerven. Da kommt noch jemand. Oh, wenn ich traden will. Aber ich glaube, ich muss gar nicht mehr traden. Ich habe so viele gute Sachen. Das Einzige, was ich halt daraus nicht bekommen kann, sind Enderperlen, Enderaugen oder Blaze Rods. Dafür muss ich halt auf jeden Fall in den Nether. Also mindestens für die Blaze Rods natürlich. Dann gehe ich jetzt mal in den Nether. Gieß mir hier schnell mein Portal hin. Anzünden und rein da. Jetzt bin ich mega gespannt, auch wegen dem Seed, wo ich im Nether spawne. Okay. Da ist ein Bastion direkt daneben. Der Seed ist so nice. Hier ist ein Warp Forest. Ich kann an Enderperlen rankommen. Das ist so gut. Soll ich in die Bastion gehen? Ich habe richtig viel Gold. Ich könnte auch traden. Erstmal den Enderman wegmachen. Warte, ich trinke nochmal einen Stärketrank. Sicher ist sicher. Und dann crit ich ihn und der ist instant tot. Ich habe direkt eine Enderperle bekommen. Komm, dann trade ich mal mit ein paar Picklins hier. Ich muss ja nicht unbedingt reinlaufen. Da oben ist ein Brood. Ich laufe mal da hoch und guck mal, ob da noch mehr sind. Beziehungsweise, wieso sollte ich eigentlich da hochlaufen? Ich habe Raketen und eine Elytra. Hallo. Hier wollte ich erstmal daneben landen. Hier kommen nämlich ein paar Broods auch jetzt raus. Die könnte ich auch eigentlich ein bisschen abschießen. Da werden sich die normalen Picklins jetzt nicht freuen, aber kann ich nichts dran ändern. Oh, Mehrfachschuss. Ich muss da ein bisschen aufpassen. Ich treffe ja die ganzen normalen Picklins, wenn ich jetzt da hinschieße. Mehrfachschuss tatsächlich gerade gar nicht so praktisch. Aber ich schieße jetzt einfach mal da rein. Mal gucken, was passiert. Zack. Jo, alles getroffen, was irgendwo im Weg war. Geh weg. Lass mich. Weg ist er. Und der droppt Obsidian. Ich will den Obsidian mitnehmen für ein Rückportal. Lass den Obsidian in Ruhe. Ich habe ihn. Nächster Brood. Und ich habe wieder alles getroffen, was irgendwo im Weg war. Nicht so gut eigentlich. Und er ist tot. Noch ein Netherite-Barren. Ich könnte mir meine Rüstung auch mal upgraden schon, ne? Eigentlich sollte ich das vielleicht tun. Okay, da kommt wieder der Falsche auf mich zu, unter anderem. Nicht auf mich schießen. Ich tue dir doch gar nichts. Ich schieße nur auf die, die dich verteidigen. Lass mich doch auf die schießen, die dich verteidigen. Hier hast du Gold. Wie wär's damit? Guter Deal, oder? Immer noch meine Steinspitzhacke. Das passt irgendwie nicht so gut. Und er ist gestorben, weil er mich abgeschossen hat. Und da ist noch eine Elytra. Brauche ich aber eigentlich tatsächlich nicht. Ich habe ja meine Elytra mit Haltbarkeit und Schutz und allem. Boah, so OP-Challenges machen einfach direkt so Spaß wieder. Feier ich richtig. Ach komm, ich schieße jetzt einfach rein. Mal gucken, wen ich treffe. So ungefähr. Und Knockback. Okay, er ist direkt tot. Komm schon, stirb. Nein, du nicht. Na gut, du dann auch. Oh, OP. Goldapfel. Finde ich gut. Das Huhn habe ich aus Versehen getötet. Ich töte so viel aus Versehen gerade. Aber ich glaube, die Brutes sind jetzt weg. Hier sind so viele Pfeile auch drin. Und in der Kiste haben wir noch eine Netherite-Platte. Soll ich die überhaupt mitnehmen? Gute Frage. Ich würde sie eigentlich gerne mitnehmen. Ich habe aber auch nicht besonders viel Platz. Ich muss erstmal traden, wenn dann. Oh, hallo. Nice, weg mit dir. Warte mal, hier sind drei in der Nähe. Vielleicht schaffen wir es, die hier in ein Loch zu kriegen. Hier ins Loch mit dir. Genau, du gehst schon mal da rein und ihr kommt auch noch mit, bitte. Rein ins Loch. Los, alle rein da. Perfekt. Und ihr kriegt jetzt richtig viel Gold. Und dafür bekomme ich den Feuerschutztrank. Ich will tatsächlich gerne Enderperlen haben. Fände ich gut. Kommt gerade ein Enderman vorbei. Geh mal weg. Wo ist er? Hilfe. Er ist, glaube ich, zu weit weg. Das Knockback-Schwert ist einfach so gut. Wenn ich einen Mob weghaue, ist er zu weit weg, um noch aggro auf mich zu sein. Ich trinke mal einen Regenerationstrank, damit ich ein bisschen Platz im Inventar habe. Und noch ein bisschen Feuerrese. Ich brauche nämlich immer noch Platz. Ich mache mir in der Wartezeit jetzt mal meinen Schmiedetisch. So, und dann kann ich mal meine Rüstung upgraden. Einmal die Hose aus Netherite, würde ich sagen. Und mein Schwert mache ich auch noch aus Netherite. Netherite-Schwert mit allen krassesten Verzauberungen drauf, die ich mir vorstellen kann. Und die sind durch mit Traden. Ich habe keine einzige Enderperle bekommen. Aber ist okay, waren ja auch nur 2 Stacks Gold oder so. Dann gehe ich jetzt mal hier auf Enderman für die Perlen, würde ich sagen. Da ist direkt die erste, also insgesamt die zweite dann. Die dritte. Noch ein Totem of Undying. Soll ich das mitnehmen? Ja, komm, ich pack's mir rein. Ich nehme die Schaufel nicht mit, die brauche ich nicht. Ich trinke noch einen Stärketrank. Ich habe nämlich immer noch gar keinen Platz im Inventar für irgendwas. Und dann mache ich jetzt einfach mal ohne Boot. Aber am besten gegen die Wand wegen dem Knockback. Oder so geht's auch. Keine Enderperle, aber ist nicht schlimm. Und da oben ist der nächste. Hallo. Oh, Enderperle. Vierte. Fünfte. Sechste. Und direkt siebte. Acht. Neun. Wieso droppen die alle? 10. 11. Eine Schaufel, auch nice. Und die 12.
Oh, mein Stärkendrang ist vorbei, deswegen stirbt er nicht direkt. Ist natürlich unpraktisch, ist jetzt nicht schlimm, aber so kriege ich, glaube ich, die Enderperle nicht wirklich, wenn er sich wegteleportiert. Weil der ist jetzt, glaube ich, irgendwo verbrannt. Dann setz du dich mal mit ins Boot, weil ich will nicht, dass du dich wegteleportierst. Und dann habe ich meine 13. Enderperle. Nice! Jetzt brauche ich eine Festung. Ich fliege Richtung Westen und schaue mich da um. Oh, hier ist Sackgasse. Hilfe. Oh, hallo. Nice, der Kill war gut. Der hat mir gefallen. Wo kann ich denn hier nach Westen? Okay, dann fliege ich nach Osten. Auch gut. Da ist ein Ruin Portal, brauche ich aber jetzt nicht. Und hier ist riesig. Hier ist eine Festung. Perfekt, richtig schöne, eine Bilderbuchfestung. Hier ist sogar direkt der Spawner. Ja, mega gut. Ich gönne mir direkt einen natürlichen Feuerresi-Trank. Kein OP-Trank, den habe ich getradet. Ich hätte vielleicht lieber den OP-Trank nehmen sollen, wenn der länger hält. Aber egal. Knockback. Goldäpfel und so weiter, aber ich will gerne... Oh, ein Bogen war dabei. Bogen ist auch nice. Aber ich will eigentlich jetzt gerade gerne Blaze Rods bekommen. Könnt ihr bitte keine OP-Items droppen, sondern einfach Blaze Rods? Och, Mann. Aber der Bogen ist richtig gut. Den kann ich noch gut benutzen. Mag ich eigentlich lieber als Armbrust. Und noch Regenerationstrank, den trinke ich einfach direkt. Und einen Stärketrank habe ich auch noch. Komm, den trinke ich auch noch direkt. Und da kommt ein Hoglin. Wer hätte es nicht kommen sollen? Oh mein Gott, habe ich ihn weggehauen und OP-Goldapfel bekommen. Diamanten. Und ich glaube ein Blaze Rod, ne? Dem Erfolg nach zu urteilen. Ja, perfekt. Meine erste Blaze Rod. Geh mal weg. Danke dir. Zweite. Ich habe immer noch meine Steinspitzhacke. Ich hätte mir auch meine Diaspitzhacke machen können. Dias habe ich genug. Aber gut. Oh, die dritte Blaze Rod. Ist da ernsthaft ein Dreizack? Ich will den haben. Das feiere ich jetzt richtig. Haltbarkeit, Treue, Harpunen, Entladung jeweils 10. Das ist so verdammt gut. Die vierte Blaze Rod. Ich habe noch 22 Sekunden Feuerschutz. Trinke ich direkt mal. Und da ist die fünfte. Und die sechste. Ich habe schon 7. Warte mal, ich habe nicht 6. Ich habe 7. Eigentlich kann ich gehen. Oh, das ist nice. Habe ich noch nicht. Aber ich ziehe die Elytra realistisch gesehen sowieso nicht aus. Schutz 10, Dornen 10, Haltbarkeit 10, Dia-Rüstung. Ich hätte so gern noch mehr Netherite. Ich würde sagen, damit haben wir den Nether ganz easy heute geschafft. Und ich gehe wieder zurück in die Overworld. Das macht einfach so Bock, so ein nices Equip zu haben. Ich habe sogar jetzt mal einen Dreizack. Ich habe ein Netherite-Schwert. Ich habe eine Elytra, die ewig hält. Ich habe Raketen. Es läuft so gut. Ich mache mir 7 Enderaugen und schau mal, wo ich hin muss. Da in die Richtung geht's. Ist getroppt. Wunderbar, dann laufe ich jetzt mal los. Oder nein, noch besser, ich fliege einfach los. Ich habe eine Elytra und Raketen. Bin ich immer noch nicht gewohnt, so ein nices Equip einfach zu haben, bevor ich überhaupt im End war. Hier lande ich mal und werfe nochmal ein Enderauge. Oh, da hinten ist ein Dorf. Und es fliegt aber jetzt schon zurück. Ich bin schon vorbei. Moment, dann muss es eigentlich im Ozean da gewesen sein, oder? Ist hier irgendwo der Stronghold zu sehen? Sonst werfe ich hier nochmal. Es fliegt nicht zum Ozean. Heißt, es müsste hier sein, entweder hier im Ozean oder da unter der Landzunge. Testen wir nochmal. Ist jetzt runtergeflogen? Es fliegt runter. Okay, hier direkt unter der Landzunge muss es sein. Wo kommt's hoch? Da hinten. Okay, hier grabe ich mich jetzt runter. Und ich glaube, ich mache mir jetzt mal eine bessere Pickaxe. Das nervt. Besser. Oh, hier ist der Stronghold. Von der Seite heute. Aber ist auch okay. Ist ja egal. Ich bin drin. Und Sackgasse. Wunderbar. Okay, ich muss hoch. Hier geht's gar nicht mehr weiter hier unten. Aber hier auch nicht. Okay, der Stronghold ist komplett unterteilt. Hier geht's einfach nirgendwo mehr weiter. Kann ich hier noch durch die Wand? Ja, okay. Hier hinter geht's noch weiter. Dann gehe ich halt da rein und direkt die Silberfische. Und hier ist, glaube ich, die Mittel. Guck mal, der Silberfisch einfach Netherite Strap getroppt. Und noch ein Dierschwert. Moment, wie viel sind das? 8. Ich kann mir damit meine Rüstung fertig machen. Ah, nein. Ich habe mein ganzes Gold vertradet. Das hätte ich nicht machen sollen. Dann kann ich mir nicht die Rüstung machen. Schade. Hätte ich mal das Gold mitgenommen. Hier ist noch eine Kiste. Heute reizt mich sowas dann leider gar nicht. Nee, danke. Und dahin ist der Portalraum und noch eine Kiste mit Äpfeln. Wunderbar. Juckt mich auch gar nicht. Es sind keine Enderaugen drin. Dann mache ich mir noch 5. Aktiviere das Portal. So, nice. Und ich würde sagen, so kann man doch aussehen, wenn man in den Endfight geht. Ich gehe jetzt mal nicht mit Bogen in der Hotbar, sondern lieber dem Trident rein. Damit kann ich ja auch noch auf die Endcrystals werfen. Dann esse ich nochmal ein letztes Brot und dann geht es in den Endfight. Nice, direkt mal hochfliegen und mit dem Trident werfen. Nice. Dann fehlen nur noch die 2 mit den Gittern drum. Die hole ich mir noch klassisch mit dem Bogen ab, würde ich sagen. Und hab Drachenatem abbekommen. Nice, jetzt habe ich alle. Jetzt muss der Enderdrache runterkommen. Moment, ich fliege einfach hoch und versuche ihn jetzt mit dem Schwert zu treffen. Und Hit. Nice. So kann man doch fighten. Okay, er hat mich auch ein bisschen erwischt, aber ist okay. Ich esse einfach mal einen OP-Goldapfel. Wofür habe ich die denn? Und dann geht's wieder rein da. Ich komme aber gar nicht richtig dran. Das ist eher wegen meiner Dornenrüstung, glaube ich, hier alles der Schaden. Okay, da war aber nochmal ein Hit. Und er kommt in die Mitte. Ich habe auch nur noch 3 Raketen. Dann komme ich jetzt mit TNT. Und Sprengung. Da muss definitiv mehr her. Aber erstmal noch ein bisschen gegen den Kopf hauen. Und er fliegt weg. Okay, Vorbereitungen treffen. Da ist er schon wieder. Oh mein Gott, das war aber früh.
Er ist natürlich genau auf der Seite, wo kein TNT ist. Nice. Oh, ich habe noch ein paar Enderman in die Luft gesprengt aus Versehen. Oh, der ist jetzt auch aggro auf mich. Dafür kriegt er eine Rakete. Und dann muss der Dreizack her. Und ich glaube, ich habe den Dreizack wieder weggeworfen. Aber TNT reicht ja wohl jetzt. Sprengung. Nice. Der Enderdrache ist down. Juhu. Level einsammeln. Dann trinke ich mal den Stärketrank, den ich eigentlich schon längst hätte trinken wollen. Und nehme mir das Drachenei mit. Ich glaube, das Drachenei ist gerade ernsthaft nur einen Block rüber auf die Fackel getroppt und direkt ins Portal. Ja, dann kriege ich das halt jetzt nicht. Und damit habe ich die Challenge geschafft und der Enderdrache ist down. Ab ins Portal mit mir. Nice.